Herzlich willkommen. Heute stelle ich euch den neuen Duotone Ventus Wing vor. Ist ein Wing, der speziell für Leichtwindbedingungen optimiert wurde. Dementsprechend gibt es ihn auch in Größen von 7 und 8 Quadratmetern. Wir haben die Größe mit 7,0 getestet. Ich will euch einmal zeigen, was den Wing so besonders macht. Natürlich in erster Linie das Profil, was komplett anders ist als bei normalen Wings im normalen Größenbereich, sage ich jetzt mal. Und zwar ist es sehr tief, also hier vorne ist viel Spannung drin, aber auch sehr tiefes Profil. Nach hinten Richtung Trailing Edge lockert sich der Wing dann so ein bisschen. Das hat man auch gemacht, dass er eben schön effizient auch beim Anpumpen ist und nicht zu steif ist. Das Profil ist auch weit bis in die Flügelspitzen reingezogen. Man kann es hier erkennen, und wenn ich ihn später umdrehe, dann sieht man auch, woran das liegt. Hier sind nämlich so Seitenstruts verarbeitet. Also dieser Wing hat letztendlich drei Struts, die Mittelstrut, die ihr kennt, und zwei Seitenstruts. Und hier ist eben auch noch ordentlich Kurve im Profil drin. Und die Wingtips selbst sind dann relativ schlank und knicken auch sehr stark ab. Das hat man natürlich da deshalb gemacht, dass die Spannweite dieses Wings nicht zu groß wird. Der hat hier knapp über 3,90 Meter. Durch dieses stark abknickende waren wir aber eigentlich, so viel schon einmal vorweg, überrascht, wie gut man den Wing dann auch noch anpumpen kann, ohne dass die Flügelspitzen im Wasser schleifen. Also das ist auf jeden Fall ein Konzept, was so ganz gut aufgegangen ist, wie wir finden. Kurz noch zu den Fenstern. Zwei Fensterbahnen eingearbeitet aus PVC. Ganz gute Durchsicht, wie wir finden. Man hat einen ordentlichen Korridor. Wie immer gilt, drunter durchgucken solltet ihr vorm Halsen in jedem Fall. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir einmal auf die Unterseite rum. Da sieht man natürlich erstmal das Griffsystem. Wir haben eine sehr stark abgewinkelte Mittelstrut, dass ihr eben ergonomisch gut greifen könnt. Der vordere Griff ist ein bisschen länger, dadurch könnt ihr auch einhändig fahren. Wenn ihr also die vordere Hand ganz nach hinten schiebt, dann seid ihr ganz gut im Druckpunkt. Und die Griffe sind auch so leicht oval, der Handform so ein bisschen angepasst. Wir fanden, dass man da gut dran greifen kann. Auch alles schön steif geraten hier. Da gab es von unserer Seite aus nichts zu meckern. Aus dieser Perspektive kann man jetzt auch diese Seitenstruts noch mal sehen, die eben dieses eingeschneiderte Profil auch haben. Dann vielleicht noch kurz zum Ventilsystem. Wir haben hier natürlich das Standard Duotone-System, das heißt, ihr braucht die Duotone-eigene Pumpe. Habt die Luft auch schnell wieder raus, weil ihr zusätzliche Auslassventile habt. Einmal hier an der Mittelstrut und dann auch noch mal hier auf der anderen Seite an der Leading Edge. Trotzdem habt ihr ein One-Pump-System, das betrifft natürlich auch die Seitenstruts. Das heißt, ihr müsst nicht andauernd umstöpseln, sondern könnt das alles in einem aufpumpen. Das ist auch auf jeden Fall gut gelungen, wie wir finden. Das Einzige, was nicht so ganz ideal ist bezüglich der Ausstattung, ist der vordere Griff. Der ist relativ klein und auch eher schmal. Das ja, hätte man besser machen können. Neopren hinterfüttert, dass man sich hier die Knöchel nicht aufscheuert, das ist gegeben. Aber es ist nicht so ganz der direkte Kontakt zum Wing. Ansonsten würden wir sagen, absolut interessantes Produkt, gut ausgestattet. Und wie das Ding fährt, ob er wirklich so die Megapower vielleicht hat, lest ihr im Testbericht. Ich danke euch fürs Zugucken und sagt ciao und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.